Hallo, hallo, geliebter Schatz, Lichtschatz. Ja, wir entscheiden uns immer wieder neu, jeden Tag, für das Leben, für die Ganzheit im Vater. Klar, wie wir sind, ist es wirklich eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Glaube ich, ein Körper zu sein, eingesperrt, ein Mensch, dann weiß jeder hier, dass er sterben wird. Aber wir wissen, es gibt den Tod nicht. Und darum müssen wir uns freuen Herzens für uns und für alle unsere Brüder, für die Auferstehung, für das Leben entscheiden. Mit Körper. Wir verlassen eben die Welt nicht durch den Tod, wie es viele glauben und ich auch geglaubt habe. Sogar mit einer großen Sehnsucht. Dass der Tod sozusagen Erlöser sei. Nein, das ist er nicht. Was passiert, wenn wir den Körper verlassen und glauben, ein Körper gewesen zu sein? Wir werden wieder einen neuen nehmen, bis wir uns irgendwann entscheiden für das wahre Leben im Vater, als das, was wir ewig sind. Ein herrliches Wesen von Liebe, von Freude, von Glück. Geborgen in den Liebesarmen und Herzen des Vaters. Ja, heute ist eine wunderbare Lektion. Wir entscheiden uns, dass nur die Gabe Christi ist das, was wir suchen. Ich gehe jetzt gleich in die Reflexion zu dem Thema, was ist Christi Wiederkunft? Wir wissen, dass der Vater bei uns ist und er will uns helfen. Er will uns wirklich helfen. Er will uns zeigen, dass wir von ihm geliebt sind und geborgen sind, dass wir ihn nie verlassen haben. Und dazu erwachen wir. Heute, hier und jetzt. Was ist Christi Wiederkunft? Die Wiederkunft Christi, die so sicher ist wie Gott, ist nur die Berichtigung von Fehlern und die Wiederkehr der geistigen Gesundheit. Was heißt das? Ich bin im Vater geborgen und mache mir keine Sorgen. Ich bin der ganze Heilige Sohn. Sie ist ein Teil des Zustandes, der das zurückerstattet, was nie verloren war und wieder einsetzt, was immer und ewig wahr ist. Wir sind alle ein heiliger Sohn im Vater. Sie ist die Einladung an das Wort Gottes großgeschrieben, den Platz der Illusionen einzunehmen. Also da gibt es keine Welt. Und die Bereitwilligkeit, die Vergebung ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen zu lassen. Ja, ich will vergeben und es anders sehen. Ich will vergeben und sehen, dass alle frei sind. Auch wenn jetzt, ja, Jesus fragt mich, ich bekomme hier aus Kalifornien ständig Anrufe, was soll getan werden? Der David an der Maske und Tropf und soll er weiter animiert werden und das ist alles so extrem in dieser Welt. Das Einzige, was ich innerlich entscheiden kann, ist, dass dieser Bruder heilig und geheilt in Gott ist, ihm vergeben. Ich will vergeben und dies anders sehen. Und ihm alle Hilfe geben. In der Liebe und im Licht. Dass ich glücklich mit ihm im Vater bin und er sich entscheiden kann, will er erwachen mit Körper oder will er den Körper verlassen und dann so erwachen. Beides ist möglich. Beides ist möglich. Ja. Man muss den Körper nicht verlassen, um glücklich erwacht im Vater zu leben. Es ist die alles einschließende Natur von Christi Wiederkunft, die es ihr erlaubt, die Welt zu umfangen und dich sicher zu bergen in ihrer sanften Ankunft, die alle Lebewesen mit dir umfasst. Die Befreiung, die Christi Wiederkunft bringt, hat kein Ende, da Gottes Schöpfung grenzenlos sein muss. Die Vergebung leuchtet Christi Wiederkunft den Weg, weil sie auf alles als eins leuchtet. Ja. Auch wenn sich da scheinbar jemand entscheidet, den Körper verlassen zu wollen. Wir sehen ihn, eins mit uns im Vater. Und dann wird das Beste geschehen.
für ihn und für die Welt. So wird das Einssein endlich wiedererkannt. Christi Wiederkunft beendet die Lektion, die der Heilige Geist lehrt, und macht im jüngsten Gericht Platz, indem das Lernen in einer letzten Zusammenfassung endet, die sich über sich hinaus ausdehnen wird und zu Gott hinaufreicht. Ja, das ist das letzte Urteil Gottes: Du bist mein geliebter Sohn, ewig eins, heilig und vollkommen in mir. Wir sind die Freude Gottes im Vater. Die Wiederkunft Christi ist die Zeit, in der ein jeder Geist den Händen Christi übergeben wird. Ja, ich übergebe mich ganz dir, Jesus Christus, und bitte um Führung, um dem reinen Geist zurückgegeben zu werden im Namen der wahren Schöpfung und des Willen Gottes. Ich bin die Schöpfung, ich bin das Ganze, ich bin das ganze herrliche, heilige Selbst im Vater. Christi Wiederkunft ist das eine Ereignis innerhalb der Zeit, das die Zeit selbst nicht beeinflussen kann. Denn jeder, der hierher kam, um zu sterben oder noch kommen wird oder jetzt gegenwärtig ist, wird gleichermaßen befreit von dem, was er gemacht hat. Das passt heute so gut. Ja, wir sind alle befreit. Wenn ich die Wahrheit annehme, dass wir alle eins in Gott sind, sind wir alle befreit, dann sehe ich die wirkliche Welt. In dieser Gleichheit wird Christus als eine einzige Identität wiederhergestellt, in der die Söhne Gottes anerkennen, dass sie alle eins sind. Im Einzelnen gibt es keinen Tod, keine Krankheit, kein Leid. Wir sind alle eins in Gott. Und Gott, der Vater, lächelt auf seinen Sohn, auf seine eine Schöpfung und seine einzige Freude. Ja. Und dazu gehört auch dieser David. Bete darauf, dass die Wiederkunft bald sein möge. Doch lass es darauf nicht beruhen. Bete darum, dass die Wiederkunft bald sein möge, doch lass es darauf nicht beruhen. Sie bedarf deiner Augen und Ohren und Händen und Füße. Sie bedarf deiner Stimme. Aber am meisten bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Tja, lass uns frohlocken, dass wir Gottes Willen tun und uns in dessen heiligem Licht vereinen können. Ja, gibt keine Welt. Sie, der Sohn Gottes, ist eins in uns und wir können die Liebe unseres Vaters durch ihn erreichen. Wir sind eins, 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 eins. Ja, Bruder. Jetzt zu unserer herrlichen Lektion. Da sind bei mir schon viele Tränen gelaufen, der Erlösung, der Heilung, der Freude. Die Gabe Christi ist alles, was ich heute suche. Was sonst als Christi Schau möchte ich anwenden, wenn sie mir einen Tag anbieten kann, an dem ich eine Welt erblicke, die dem Himmel derart ähnlich ist, dass eine alte Erinnerung zu mir zurückkehrt. Heute kann ich die Welt vergessen, die ich machte. Das will ich. Ich will nicht mehr auf Krankheit, Leid und Tod schauen, sondern nur noch auf die Liebe und das Licht, das da ist. Heute kann ich an jeder Angst vorübergehen und der Liebe, der Heiligkeit und dem Frieden zurückerstattet werden. Ja, das will ich. Das will ich in meiner Ganzheit im Vater erwachen. Heute bin ich erlöst und werde neu in eine Welt des Erbarmens und der Fürsorge, der liebevollen Güte und des Friedens Gottes hineingeboren. Oh ja. Heute bin ich erlöst. Bin ich erlöst in dir, Vater. In dir. Und werde neu in eine Welt des Erbarmens und der Fürsorge und der liebevollen Güte und des Friedens Gottes hineingeboren. Ich bin das ganze heilige Selbst im Vater, in dir, Vater. In dir, Vater, als das Ganze, so wie du mich erschaffen hast. In dieser Herrlichkeit und Liebe. Ja, geborgen in deinem Liebesarm, als Ganzes. Und mit mir als Ganzes, eins mit dir, sind alle geborgen, die gesamte Schöpfung. Wiederkunft Christi. In diesem Sinne bin ich die Wiederkunft Christi. Ja. Und so kehren wir, unser Vater, zurück zu dir und erinnern uns, dass wir nie fortgegangen sind. Erinnern uns an deine heiligen Gaben an uns. Ja, du hast uns alles gegeben, die ganze Schöpfung anvertraut. In tiefer Dankbarkeit kommen wir mit leeren Händen und einem offenen Geist und Herzen und bitten nur um das, was du gibst. Ja, nur die Gaben Gottes,
Wir können keine Gaben bringen, die deinem Sohn genügen würden. Nein, in deiner Liebe ist die Gabe Christi jedoch sein. In deiner Liebe ist die Gabe Christi jedoch sein. Wunderbar. Ja, wir können nicht mehr geben als den Christus, als das Heilige Selbst, das wir alle miteinander teilen. Das ist die größte Gabe, die wir allen geben können. Auch jemand, der in einer kritischen Situation im Krankenhaus liegt, schon monatelang nicht sprechen kann und jetzt durch den Segen in eine Freude kommt und sich entscheiden kann, ob mit oder ohne Körper, auf jeden Fall für die Auferstehung, weil wir ihn so sehen, heilig und geheilt in Gott, was er ist. Ja, noch einmal, Lektion 306. Die Gabe Christi ist alles, was ich heute suche. Tja, die 6, die ja immer für eine Zahl der Dunkelheit gesehen wird, verschwindet in der 0. Ich gehe jetzt von hinten nach vorn. Und alles ist in der 3, Vater, Sohn und Heiliger Geist, als eine Identität, die wir mit dem Vater teilen. Und alles ist geheilt in dir, Vater. Die Gabe Christi ist alles, was ich heute suche, ja. Was sonst als Christi schaumütig möchte ich heute anwenden, wenn sie mir einen Tag anbieten kann, an dem ich eine Welt erblicke, die dem Himmel derart ähnlich ist, dass eine alte Erinnerung zu mir zurückkehrt. Also mit Christi Schau sehe ich ja nur den Christus hinter allen Erscheinungen. Ich sehe Christi Antlitz und die ganze alte Wahrnehmung verschwindet, alles wird transzendiert, alles wird durchleuchtet. Heute kann ich die Welt vergessen, die ich machte. Oh ja. Will nur die Freude, die Liebe und das Glück sehen. Heute kann ich an jeder Angst vorübergehen und der Liebe, der Heiligkeit und dem Frieden zurückerstattet werden. Mit allen, auch mit dem David im Krankenhaus. Da ist er eben nicht, er ist in Gott die ganze Zeit und die Herrlichkeit. Heute bin ich erlöst und werde neu in eine Welt des Erbarmens und der Fürsorge, der liebevollen Güte und des Friedens Gottes hineingeboren. Heute bin ich erlöst und werde neu in eine Welt des Erbarmens, der Fürsorge, der liebevollen Güte und des Friedens Gottes hineingeboren. Ist das nicht herrlich? Wollen wir das sein? Wollen wir in einer Welt der Fürsorge und der Liebe und des Erbarmens leben? Aber ja. Und in uns ist die Macht gelegt, durch die Christi-Schau, die wir annehmen heute, diese Welt zu erblicken, die wirkliche Welt des Vaters, wo es kein Leid, kein Tod, keine Krankheit gibt. Und so kehren wir, unser Vater, zurück zu dir und erinnern uns, dass wir nie fortgegangen sind. Erinnern uns an deine heiligen Gaben an uns. In tiefer Dankbarkeit kommen wir mit leeren Händen und einem offenen Geist und Herzen und bitten nur um das, was du gibst, das Heilige Selbst mit allen Gaben Gottes. Wir sind der heilige Sohn Gottes. Seine Ausdehnung, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Freude und Leben im Überfluss seiner Gaben. Wir können keine Gaben bringen, die deinem Sohn genügen würden. Nein. Nur die Gaben Gottes ist die große Gabe an jeden. Das Heilige Selbst. In deiner Liebe ist die Gabe Christi jedoch sein. Wunderbar. Wir lieben alle mit Gottes Liebe und sehen in allen die Ganzheit, die Herrlichkeit. Wir heilen mit allen und sind jetzt auferstanden. Ja, mir geht's wunderbar, Jesus. Sehr, sehr gut. Ja, da ist auch viel Heilung passiert heute. Sehr, sehr viel Heilung für mich. Ich habe gemerkt, zu meiner Überraschung, dass ja, dass in mir einerseits eine tiefe Trauer war. Ja, es war eigentlich die Trauer, hier in dieser Welt festgehalten zu werden. Und da war so ein merkwürdiger Wunsch, den Körper verlassen zu wollen und so zum Vater zu gehen. Das ist so diese falsche Überzeugung, dass Tod Erlöser sei. Und da habe ich den Heiligen Geist gebeten, dass er das aus meinem Geist für alle löschen soll, in der tiefsten Tiefe. Denn dann stand in mir und auch in meinem Bruder Metab in Kalifornien eine ganz tiefe Beruhigung. Und die Trauer war weg. Auf einmal waren wir in der Freude. Und im klaren Erkennen, auch nachher in meiner Übung,
dass ich diese Freude, im Himmel zu sein und der Himmel zu sein, als das Heilige Selbst, vollkommen erfahren kann, auch wenn ich hier noch den Körper benutze für die Erlösung der Welt, als Kommunikationsinstrument und segensspendendes Instrument des Heiligen Geistes. Das ist keine Belastung. Der Körper sperrt mich nicht ein, weil ich ja keiner bin, weil ich ja das Ganze im Vater bin, hier und jetzt. Ja, der Himmel ist kein anderer Ort, sondern ein anderes Gewahrsein. Ich bin erlöst und kann erlösen. Ich bin frei. Ja, heute will ich mit Christi Augen sehen und mich als das Ganze verstehen. Ich habe den Vater nie verlassen, ich habe immer nur geliebt und kann nicht hassen. Es hat sich sogar gereimt. Ich bin die Freude, die Liebe, das Licht. Krankheit, Leid und Tod kenne ich nicht. Ich bin befreit und kann befreien. Ich beendige die Zeit. Jetzt und heute. Die Auferstehung ist heute und erkenne dich und mich als Gottes Söhne vereint in einem Sinn selbst, in der Ewigkeit. Danke, danke, danke. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag in der Liebe des Vaters, in seinen herrlichen Liebesarmen im Herzen des Vaters. In der Welt der Liebe, der Güte, der Fürsorge, wo es keine Konflikte gibt, wo für alles gesorgt ist. Und das können wir hier erfahren, wenn wir alle Verantwortung für jede Entscheidung dem Heiligen Geist übergeben und den Körper von ihm und von Jesus kontrollieren lassen und das Ego. Schönen Tag, liebes Vater.